Hier ist Tibi Let's Play, heute mal mit einem etwas anderen Bild, nämlich meinem Firefox-Fenster, weil ich gerne agar.io oder agario mit euch spielen möchte. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Namen auszusprechen, würde ich sagen. Und ja, dieses Spiel wurde im Jahre 2015 sehr gehypt und ich dachte mir, ja, das hat sich ja jetzt nicht wirklich geändert. Vielleicht könnte ich das ja auch mal spielen, ne? Also ich spiele auf dem europäischen Server und das als Gast. Also, ich play! Hey, und da bin ich schon, der kleine Kreis! Yay! Oh, und hier ist ein sehr großer Mitspieler. Okay. Ja, also zur Spielmechanik, der Inhalt, ich wollte jetzt nicht das Ziel sagen, weil es ist ein Endlosspiel. Also der Inhalt des Spiels ist es, diese kleinen, bunten, ich nenne sie mal Partikel, aufzunehmen, damit mein kleiner Kreis möglichst schnell groß wird, so wie der Kollege, der mir gerade entgegenkam. Wir können natürlich auch die kleineren Mitspieler inhalieren. Ja, klar, so wie eine Nahrungskette. Größer frisst kleiner. Und das alles mit Maussteuerung. Ja, je nachdem, wo der Pfeil hin zeigt, da rollt der Kreis auch dann hin. Und es gibt auch noch ein paar kleine Zusatzfunktionen. Also ich versuche mal, ob ich jetzt vielleicht groß genug bin. Jawohl. Also ich habe jetzt die W-Taste gedrückt und dadurch schleudere ich einen kleinen Ball von mir weg. Das hat dummerweise nur die Aufmerksamkeit der Spinne erweckt. Hilfe. Hilfe. Zum Glück sind kleine Kreise schneller als die großen. Na, 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 na. Na, na, schnapp ich dich noch? Na, komm her, du. Ah, okay, er hat sich gesplittet. Dadurch ist er natürlich wieder schneller. Das kann man auch mit der Leertaste machen. Aber okay, gut. Dann bleibe ich mal bei meinem etwas passiveren Spielstil, sage ich jetzt mal, indem ich mich auf die kleineren Partikel konzentriere. Statt die ganze Zeit Leute zu jagen. Dieses Stachelding hier sollte man übrigens nicht berühren, wenn man größer ist, weil man dann nämlich in mehrere kleine Teile auseinander gerissen wird. Und das kann einem dann doch den Tag vermiesen, gerade wenn sehr viele große Gegner gerade in der Nähe sind. So, ich splitte mich mal mit Leertaste, damit ich hier meine zwei kleinen Kreise schneller aufpäppeln kann, sage ich jetzt mal. Aber man muss sagen, die zählen halt, wie gesagt, als einzelne Kreise. Das heißt, wenn ein großer kommt, oder zumindest ein bisschen größer, dann könnte es ein paar Problemchen geben. Aber im Moment, ja, geht es ja noch. So, ich könnte mich nochmal splitten. Das geht auch. So, kann ich die Dinger sogar ein bisschen schneller aufnehmen, weil ich theoretisch größere Flächen jetzt habe. So, ich kann die auch wieder... Also ich kann die leider nicht auf Knopfdruck zusammenfügen. Das vermisse ich ehrlich gesagt hier ein bisschen. Aber wenn ich meine Kreise wieder sehr nah aneinander habe, ploppen die wieder zusammen. Das ist eigentlich auch noch ganz angenehm. Ja. Wer ist denn eigentlich gerade auf dem Leaderboard als erstes? Ja, unbenannte Zelle. Okay. Danach Big M. Okay. Ja, die werden sich wahrscheinlich wieder um die Plätze streiten. Ja. Ja, plüpp. Mal gucken. Mal gucken, wie viel Masse ich so zusammenkriege. Ja. Ja. Hm, lecker Partikelchen. Es hat irgendwie was von dem Anfangslevel aus dem Spiel Spore, falls euch das was sagt, aus dem Hause EA. Da gab es ja auch das erste, ich sag jetzt mal, Level in der Urzeit-Suppe, in der man ja quasi von einem Einzeller sich dann entwickelt, indem man kleine Pflanzen frisst oder kleinere Tiere jagt, dadurch DNS gewinnt und ja, so sich weiterentwickeln kann. Das erinnert mich sehr daran, also vom Spielprinzip ist es so ähnlich. Ja, wer ist das denn? Der bewegt sich nicht. Wahrscheinlich aufgegeben. Schade. Ja, okay, gut. Einer meiner Kreise war doch größer als der. So, hier gibt es sehr viele Partikel. Das ist schön. Das ist schön. So. Dann führe ich auch mal langsam meine Kreise wieder zusammen. Obwohl, nö. Hier ist ja gerade keiner, der mich bedrängen könnte. Von daher
sauge ich das mal alles auf wie ein kleiner Staubsauger. Für Staubsauger-Rodeo. Falls euch das jetzt spontan nichts sagt, dann guckt mal bei meiner Playlist namens Kükige Blödeleien. Da gibt es ein Video mit dem Namen Staubsauger-Rodeo. Ja, viel Spaß beim Gucken. Okay, der blaue Kreis könnte mir jetzt zum Beispiel gefährlich werden. Ist theoretisch. Ja, okay, jetzt ist er nicht mehr größer als ich, aber da dachte sie wahrscheinlich auch, hey, ich splitte mich mal, um mich da zu verstecken in dem Stachelkreis. Interessant. Okay, gut, dass meine Kreise gerade zusammengeplüppt sind. Und ich gerate volle Kanne in den Stachelball. Ja, toll. Jetzt muss ich schnell gucken, dass ich meine Kreise wieder zusammenkriege. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und ich bin natürlich gegen die Wand gefahren. Wow, das könnte jetzt eng werden. Das könnte jetzt sehr eng werden. Ich hau ab, ich hau ab. Wow. Schnell mal Leertaste triggern und abhauen. Wow, Hilfe. Na gut, ich zieh mal. Ja. Gen Osten, sage ich jetzt einfach. Und guck mal, dass ich hier. Oh, Spinne, hau ab. Nein, nein, alle meine. Ja. Die ganze Arbeit war quasi umsonst. Naja, egal. Aber das meinte ich. Es gibt manche sehr aggressive Mitspieler. Und ja, gut. Manche können sich auch zu einem Team zusammenrotten. Aber gut, egal. Hauptsache, ein Kreis überlebt. Das ist die Hauptsache. Wow. 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 Na gut. Na gut, na gut. Dann bleibe ich bei meiner Strategie, hier ganz gechillt mal rumzueiern. Ja, diese Stachelbällchen können einem wirklich sehr Probleme bereiten. Da kriege ich meine. Ja, ich kriege sie zusammen. Ja, ich jongliere hier einfach mal so ein bisschen rum und versuche mein Glück. Na, reicht nicht. Verdammt, jetzt hat er mich gesehen. EA hat mich gesehen. Verdammt, ich hau ab. Dann nehme ich dich mal auf. Du hast dich eh nicht bewegt. Hast wahrscheinlich auch keine Lust mehr gehabt. Ja. Hallöchen, EA. EA jagt Polen, das aussieht wie ein Volteball. Okay. Okay. Na gut. Wir können übrigens auch kleine Bällchen werfen, kleine Kügelchen. Falls ich das noch nicht gesagt habe, dann müsste ich nur die W-Taste drücken. Da hat man es gesehen. Ja, so kann man kleinere anlocken, sage ich jetzt mal. Wer hat sich denn da verkrümelt? Ja, check. Ja, aufgenommen. Pasta. Okay. Von einem Hai verfolgt. Okay. Okay, EA hat sie auch gesplittet. Ja. Okay, klingt wie eine Meldung bei Gamefront.de. EA hat sich erneut gesplittet. Ein Hai, Hilfe. Der Schriftzeichen im Maul hat. Okay, die ich nicht lesen kann. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Jetzt bin ich aber echt mal gespannt, wie lange ich hier noch überleben kann. Na, ich nehme dich mal auf. Dann splitte ich mich mal. In der Hoffnung, dass ich mit zwei Kreisen vielleicht etwas schneller wachsen kann als mit einem. Was aber nicht unbedingt sein muss, nicht wirklich zusprechen muss. Hallöchen, Dankeschön. Hat sich aber auch nicht gewehrt, ne? Ist auch nicht ausgewichen. Was kommt denn da? Da ist was Blaues. Ich kann es noch nicht mal lesen. Linus, okay. Da kommt Pasta. Na, ich bin schon wieder in diese Stachelbälle. Ah, meine Kügelchen. Verdammt, verdammt, meine Kügelchen. Meine Küche. Nein, 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 nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hau ab. Ah! Wah! Wah! Okay. Ja, vielleicht. Ja, okay. Zack, aufgenommen. Das war bestimmt ein Bällchen, was sie abgeschossen haben. Ich will mal Bällchen sagen, aber es sind Kreise. Ein grimmiger Bär, okay. Aber ich lebe noch, interessanterweise. Ich bin noch nicht besiegt. Okay, das war Karma. Das war mein schlechtes Karma. Weil ich so angegeben habe. Aber was soll's. Ich habe immerhin 9
Minuten 13 Sekunden überlebt. Das ist sogar mein persönlicher Rekord. ja, war schon unterhaltsam, würde ich sagen. Meine Lieben, wenn ihr auch Spaß daran hattet, gebt dem Video doch bitte ein Däumchen nach oben. Würde mich sehr freuen, wenn ich euch unterhalten konnte. Und danach würde ich euch gerne dazu motivieren, einladen, agar.io auch mal zu spielen oder Agario. In dem Sinne, viel Spaß und bis bald. Tschüss.